Sommer 1974, das erste DRK-Sommercamp, damals noch ein Spezialistenlager, legt in Großkörres mit rund 20 Teilnehmern den Grundstein für eine Tradition der besonderen Art. Heute, 50 Jahre später, gilt das Sommercamp des DRK-Kreisverbands Fleming-Spreewald als das älteste Kinderferienlager in Brandenburg. Er ist einer der Gründerväter. Jürgen Förster hob das damalige Spezialistenlager 1974 aus der Taufe und organisierte es danach durchgängig bis 1986. Eine Arbeit, die mit der heutigen kaum vergleichbar ist. Damals, nun noch vor dem 9. November, hieß das, oder gab es eine große Überschrift: Zivilverteidigung. Und dadurch, durch dieses Schlagwort, hat man unsere Arbeit, sagen wir ruhig, erleichtert. Weil das nun eine Zielrichtung war der staatlichen Führung damals, dass wir auch die Jugendlichen an diese Thematik heranführen. Dadurch war manches einfacher. Aber eben auch nur manches. Denn gerade das Wichtigste, die Zelte, waren oft gar nicht so einfach zu bekommen, erinnert sich der Mann der ersten Stunde. Was wir damals uns Zelte erkämpft haben und Zelte gefunden haben und geschlaucht haben. Wir hatten damals Beziehungen, diese Beziehungen, Vitamin B sind ja immer die allerbesten. Und wenn ich heute sehe, was hier für Material steht, was hier für Schüler, die sich mit allen Dingen auseinandersetzen, anwesend sind, dass wir Dinge hier haben, die doch sofort man erhalten kann und man kann mit arbeiten und kann sie abstellen. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir mussten damals unheimlich improvisieren. Ist also heute alles viel leichter geworden? Frank Hoffmann und Stefan Gerke, zwei weitere Urgesteine des DRK-Sommercamps, erinnern sich. Es ist natürlich einfacher, wenn man das alles im Keller hat und holt es nur raus und kann es aufbauen und kann es warten. Damals kamen ja manche Sachen an, die waren ja kaputt, so wie das große Zelt. Ja, 6x10 Meter, das war total kaputt, da waren die Stangen weg, da mussten wir kurzfristig organisieren über den Forst und haben da Stangen fräsen lassen, damit wir das Zelt aufstellen konnten. Damals ein einfaches OP-Zelt als Freizeitzelt, als Disco-Zelt gehabt und heute haben wir dieses große hier, wo sie eben schön Disco machen können und alle anderen Bergfeste und alle anderen Sachen feiern. Es macht trotzdem alles Arbeit. Wir müssen eben halt genauso auch einkaufen für heute zum Kochen. Ja, wir müssen genauso eben halt ein Fahrzeug besorgen oder Fahrzeuge besorgen, dieses Material transportieren. Ja, also das wird auch immer wieder eine kleine Herausforderung. Die Zelte müssen ja auch erstmal irgendwo transportiert werden und die Kisten, die wir hier alle haben. Der Vorsitzende des Ortsverbands Königs Wusterhausen, Stefan Gerke, der zum Bergfest traditionell mit dem Team der DRK-Katastrophenschutzeinheit Verpflegung für das leibliche Wohl sorgt, ist selbst schon zum 47. Mal dabei. Beim ersten Mal 1976 noch als Teilnehmer. Da habe ich noch einen Trainingsanzug angehabt und alle anderen haben schon eine Uniform getragen. Das war ja eben, ich sag mal, im Land vor unserer Zeit, also bis zur Wende hin, war es ja wirklich eben ein Spezialistenlager, wie man so sagt. Und da stand wirklich die Ausbildung im Zivilschutz und auch vor allem in der Ersten Hilfe, im Auffinden von Verletzten und wirklich eben scharfen Einsätzen als solches, stand ja im Vordergrund. Nach der Wende erfolgte der Wandel in ein offenes Sommercamp. Die Werte des DRK sind dabei aber nicht in Vergessenheit geraten. Dafür steht auch der Tag der Helfer. Seit gut 12 Jahren ein weiterer Höhepunkt, der immer nach dem Bergfest stattfindet. Nicht nur die zahlreichen Einheiten des DRK präsentieren sich an diesem Tag und laden zum Mitmachen bzw. Entdecken ein. Für die Helfer ist es interessant. Und sie freuen sich auch immer wieder, weil sie auch einfach mal wir den Kontakt hier enger pflegen zusammen, weil wir auch viel hier im Landkreis unterwegs sind, gemeinsam. Und für die ist es auch mal zeigen, was können wir und was machen wir. Ja, das ist halt, dass es eben ist, wir sind nicht das DRK, sondern wir sind eine Gemeinschaft und wir arbeiten zusammen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht bleibt dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Der musikalische Morgengruß, er hat genauso lange Tradition im Sommercamp des DRK-Kreisverbands Fleming-Spreewald wie das Lager selbst. Beides wird noch lange Bestand haben, darin sind sich hier alle einig. Wenn man sich überlegt, dass das jetzt 50 Jahre schon, also ein halbes Jahrhundert jetzt schon so durchgeführt wird, mit allen Veränderungen, die natürlich auch damit einhergehen, dann ist das schon eine bemerkenswerte Leistung. Die Ehrenamtlichen stemmen diese Aufgabe wirklich ganz allein
ohne jegliche Unterstützung, es sei denn, sie haben hier und da wirklich Bedarf durch den Kreisverband, durch die Mitarbeiter. Ansonsten ist das eine Sache, die wirklich allein auf die Beine stellen und jedes Jahr sehr erfolgreich. Es ist sowas schön mitzuerleben, dass eben auch viele, viele junge Leute jetzt weiterhin mit bei sind, die eben schon unsere Kinder halt sind, die jetzt das eben übernommen haben und jetzt dieses Lager gestalten, als Gruppenleiter eben halt das mitmachen. Und das ist irgendwo ein schönes und Erlebnisgefühl, dass wir eben schon so viele Jahre eben das geschafft haben, sowas zu organisieren. Freude ist es immer gewesen, dass wir dann aus diesen Belegungen der jungen Sanitäter, das wurden dann ältere Sanitäter und dann wurden es auch viele, auch Ärzte daraus. Auch im Krankenhaus KW sind auch einige davon gewesen. Und Nachwuchs ist ja immer wichtig. Also auch von klein auf muss man die Jahrgänge heranführen. Wir haben es rüberbekommen, dass wir aus diesem Spezialistenlager ein normales Kinderferienlager mit Charakter DRK machen konnten. DRK, Freizeit, Erste Hilfe. Das macht Spaß und es ist schön, dass die anderen, alle, so wie Stefan Gerke als Ortsvorsitzender und Lagerleiter auch dann da viele Jahre, das so weitergemacht haben. Dass unsere Arbeit nicht umsonst war. Es geht weiter.